Ja, hallo. Das ist der erste Teil unserer dritten Session von unserem Crusader Kings 2 Spiel mitten in der Wüste Arabiens. Ich heiße euch alle herzlich willkommen. Ich bin's, euer Odo, und bei mir ist der liebe Hartmar. Hallo Hartmar. Ja, grüß euch. Ich hoffe, ich bin heute nicht so laut wie letzte Woche für meinen YouTube-Channel. Ich habe mir das ja. angehört und ich habe festgestellt, dass meine Einstellung, also bei dir zumindest, sehr laut war. Ich weiß nicht, ich fand mich bei deinem Channel auch relativ laut. Und du hast vollkommen recht, du warst irgendwie, also du bist lauter bei meinen Aufnahmen, als ich dich höre. Also ich will dich auch nicht runterdrehen, weil sonst höre ich dich einfach nicht mehr. Aber das ist nicht so schlimm. Ja, wie du meinst. Ja. Ich glaub, meinen YouTube-Channel schaut sich sowieso keiner wirklich an, also so gesehen. Ja, wie auch Könntest du immer. auch reinschreien. Wir können jederzeit Ja, wir anfangen, können jederzeit anfangen. Ich habe zwar keine die Ahnung Zeit mehr, laufen lassen. wie es mir geht, aber ich glaube, es wird jetzt eh gleich irgendeine Meldung kommen. Ich Okay, bin es geht Opa los. geworden letztens. Ja, genau, Kann ich mich erinnern? hast du geglaubt, du bist Vater geworden, dann war es Nein, aber doch nur Opa. ich bin, Gut. ja. Also bis jetzt habe ich immer nur die Meldung gekriegt, dass ich mein Kind benennen darf, wenn ich Vater wurde, nie wenn ich Opa wurde. Vielleicht ist das bei den Arabern anders. Na gut, das Spiel regt immer noch an, dass ich eine Hadsch nach Mekka fahre, als ob ich etwas zu beichten oder zu büßen hätte. Nur ich bin mir kein Eine Schuldbewusst. Hadsch musst du sowieso irgendwann einmal in deinem Leben machen, das ist dir hoffentlich bewusst. Ich bin ja erst 48, da kann das noch Eieiei. an. Ob sich das Die noch ausgeht, junger Frosch. politische Großwetterlage ist so, Hast du dir das dass schon angeschaut? Nein, aber ich fasse noch einmal zusammen, dass Kalif al-Mutas immer noch, ich glaube, in Tikrit residiert, und nicht ganz bei Sinnen ist. Sein Regent ist Bürgermeister Hilal von Hit. Sein Erbe ist der Tumbe Prinz Abdallah des Abbasidenreiches. Und die Scheichs des Abbasidenreiches und die Emire tun, was sie wollen. Unter anderem führt der Krieg gegeneinander im persischen Teil des Reichs. Ja, ich habe da den, also für all jene, die das jetzt zugehört haben, ich habe da den Kalifen, unseren Kalifen, der nicht ganz bei Trost ist. Also so schlecht ist der. Na okay, er ist schlecht. Marshal 0 und Intrigue 0 und Learning 2. Naja, immerhin. Egal. Es wird einen Grund haben, warum er nicht regiert. Nicht direkt regiert. Sweetly, gently we molded our bodies together and recreated the familiar feel of us embracing, touching, loving. Okay. Ich könnte lustful gainen. Schauen wir mal. Oh, ich bin gestorben. Okay, Können wir wir passieren Pause nochmal, wir passieren drücken? nochmal, ja? Okay, ein größeres Ereignis ist passiert. Ist das schön? Oh, ich habe einen neuen Erben. Ja, na klar, meinen Enkelsohn. Was für ein Event war das bei dir? Ich hätte es mir durchlesen sollen. Genauer. Ich habe eigentlich gedacht, vielleicht bin ich auch. Ich hatte eine 30%ige Chance, lustful zu werden und eine 20%ige Chance, irgendwas zu werden. Das habe ich mir dann nicht mehr durchgeschaut. Das ist eine gute Nachricht. Ja. Du Ja. bist lustvoll geworden. Bevor du gestorben bist. Bevor ich gestorben bin, wahrscheinlich, ja. Na gut, berichte mal, was passiert ist oder wie es jetzt Okay. ausschaut. Ich sag mal, was hier gestanden ist. Sheikh Divdat is with the Houris in Paradise at age 48. He died in an accident. Tja, ich hatte einen Unfall. A rough man. People fear to cross him or even bring bad news. A wicked man. Divdat will surely pay for his sins in the afterlife. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass ich wicked war. Ich habe immerhin zwei Frauen gehabt und eine davon war eine Koptin. Das heißt, ich Ja. war metropolitisch quasi.
Die Geschichtsschreiber haben immer recht. Du wirst als Wicked in Erinnerung Von bleiben. wegen, von wegen. Mein Nachfolger ist Sheikh Mohammed al-Afshin. Never afraid to speak his mind, he will surely charm the realm with his astute honesty. Na, ich bin mir nicht sicher. Long live Sheikh Mohammed al-Afshin. So be it. Okay. Vater ist no longer steward bei mir. Okay. Darab ist no longer spymaster bei mir. Yusuf ist no longer Grand Vizier. Warum eigentlich? So, jetzt habe ich wieder vier Regionen. Supi. Aber das ist okay, weil mein Nachfolger, also mein Sohn, ist tatsächlich ein etwas stärkerer oder besserer Typ, was die Stewardship betrifft, als ich, oder? Er hat Stewardship 0. Wieso kann der drei Gebiete besitzen und sein Vater nur zwei? Seine State Stewardship ist 22, weil sein Steward scheinbar ihm einen großen Bonus gibt. Ich nehme an, Na, ich dass glaube, das den Unterschied ausmacht. meine Frau ist auch relativ gut, die wird auch dazu Deine zählen. Frau gibt dir plus 5, dein Counselor Ja, gibt dir aber plus mein Dings, 17. mein Vater war besser noch mit der State Stewardship, soweit ich mich entsinnen kann. Und ich meine, ah ja, stimmt, mein Steward ist wirklich nicht Aber schlecht. einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Ja, eh nicht. Und ich kann jetzt einfach meinem Hallo Panda. Sohn. Oh, hallo Panda. Es gibt zwei Pandas. Welcher Panda? Der muslimische Saugbedarf. Panda oder der polnische Panda? Das weiß ich nicht. Der muslimische Panda konnte nicht einmal die Frage beantworten, die wir letztens hatten. Ah, Egal. das ist der Fachmann quasi für Ja, Hintergrundinformationen. ja, ja. Wenn ich meinem dreijährigen Sohn jetzt dieses Wüstending gebe, schenke. Also meinem Erben. Das wäre nicht gut, glaube ich, weil da kann ich seinen Erzieher nicht benennen, weil er dann sein eigener Herrscher ist, oder? Kann das sein? Das könnte sein. Ich habe Ähnliches mit meinem Sohn gemacht, aber den habe ich nur in einer Moschee eingesetzt und ich glaube, da habe ich immer noch, kann ich ihn noch beeinflussen und auch erziehen. Ja, weil er da wahrscheinlich direkt an deinem Hof ist. Aber wenn ich ihm Hafer gebe, nachdem ich nicht Herzog oder warte mal, wie heißt das, Emir bin, sondern eben nur irgendein anderer Scheich, der da herumhirscht, würde ich die Kontrolle über ihn verlieren. Was ich irgendwie nicht will, weil wenn er drei ist und ich nachher sein Erbe werde, sobald ich versterbe, ist das nicht gut. Das heißt, der bleibt da und ich muss einfach mal riskieren, dass ich ein Gebiet zu viel habe in meiner Domain. Aber gut, soll sein. Ich muss ein paar andere Dinge noch machen. Ich muss mir eine Ambition nehmen. Was könnten wir als Ambition nehmen? Warte mal. Become Marshal? Nein. Have a daughter? Hallo Sia. Ich hoffe, ich weiß jetzt nicht, wie ich den Oder-Lauter drehen kann. Kann Was? man ihn verstehen? Egal, ich schreibe in meinem Chat. Wen kann man verstehen? Ob man dich versteht, du bist bei mir am Stream relativ leise eingestellt. Okay, es tut mir leid, aber ich werde nicht weiter schreien, weil ich habe schlafende Kinder in der Nähe. Become was? Become Duke? Change a province's culture? Warum sollte ich das machen wollen? Ich könnte die Parsen in meinem Gebiet verbreiten. Das ist ja cool. Find a Hobby. Das klingt gut. Das ist einfach. Have five children. Okay. Ich glaube, ich werde Improve Intrigue machen. Oder nein, Diplomacy ist besser. Weil da brauche ich nicht allzu viel verbessern und das will ich so oder so verbessern.
damit mich die Leute etwas mehr mögen. Das ist einmal das Erste. So, eine zu große Domain. Das ist mir wurscht. Was ist das? Special Character Actions Possible. Go into hiding? Na sicher nicht. Was bin ich denn? Ich bin ja keine Memme, dass ich mich vor meinen Feinden verstecke. So, dann müssen wir ein paar Leute einteilen, dass sie irgendwo irgendwas machen. Du machst. Du machst Strange Jobs, aber hier. Achso, warte mal. Mal schauen. Ob wir bessere haben. Ich habe ja diese Typen von meinem alten Court mitgenommen, aber im neuen müssten ja auch noch welche rumhängen. Besonders stark sind die jetzt nicht. Hm? 12 ist ein bisschen besser. Oh shit, mein Bruder hasst mich. Ja, das ist ein Problem. Er hat eine Opinion von minus 73. Ich nehme an, der Hauptgrund ist der, dass er angefressen ist, dass er nicht mehr Herrscher ist. Ja, außerdem ist er nur mein Halbbruder, sehe ich gerade. Ja, den werde ich nie wirklich auf meine Seite bringen. Aber er will einen Sohn, na gut soll sein. Ich werde ihn mal zu meinem Grand Visier machen und ihn irgendwo hinschicken, da kann er wenig Schaden zu Hause anrichten. Improved Diplomatic Relations mit dem da. So, der Steward ist. Der macht eine Build Legend? Das kenne ich nicht. Ah, verdammt. Den kann ich nicht wegbringen aus Hafer. Der ist erst vor kurzem reingesetzt worden. Okay, mein Spymaster hat eine Stärke von 4. Ich hoffe, ich finde einen besseren. Ja, ich habe schon einen besseren. Obwohl 12 ist jetzt auch nicht so großartig. Vielleicht sollte ich mir schauen, ob ich einen neuen an den Hof bringen kann. Nehmen wir da ab. Das machen wir nicht. So, warte mal, was kann das? Du wirst dich mal daher setzen und schauen, dass irgendwelche Plots gegen mich nicht ausgeführt werden. Hey, dafür ist mein Learning-Typ gut. Perform Charity, proselytize. Build Seal. Heißt das, ich habe meinen Court in Haffa? Oder doch da oben? Tatsächlich, meine Hauptregion ist Haffa, die Wüste. Verdammt. Das ist scheinbar das Gebiet, das er alleine schon regiert hat, Ja, während du noch, oder während dein Vater noch genau. gelebt hat. Ist das schlecht Ich glaube eigentlich? allerdings, dass du das ändern kannst. Du kannst deine Hauptstadt neu festlegen. Aber wie? Ich glaube, beim Reich, also wenn du beim Reich anklickst, also wo auch die finanzielle Übersicht ist, müsste es einen Button geben, wenn man die Hauptstadt ändert. Wo ist das Reich? Was meinst du? Ah, nein, nein, dann ist es doch bei den Regionen. Wenn man Region anklickt, muss man irgendwo neben Capital oder so machen können. Du meinst, wenn ich in der Region bin?
Ich tue mir bei mir jetzt schwer, das zu finden, weil ich nur eine Region habe. Es kann sein, dass dieser Button bei mir gar nicht aktiviert ist. May Capital, ich habe ihn gefunden. Ist er ganz oben links? Ja. Ja, dachte ich mir. Wobei, Ausgezeichnet. bist du ja vorher durch, weil ich glaube, das ist auch Einschränkungen. Ich glaube, du darfst das nur einmal in deinem Leben machen. Zu Also, zu spät, spät jetzt schon habe ich schon geschrieben. gemacht. Jetzt müssen wir damit leben. So, was ist das? Special Miner Titles. Designated Übrigens, Regions. darf ich nur eine Zwischenanmerkung? Nee, es war sehr lustig, wie du gestorben bist. Wie das? Wieso war das Naja, lustig? ah, da ist ein Ereignis, ich kann lustvoll werden. Tot. Das ist nicht lustig. So, ich werde mir aber, glaube ich, noch eine mit zweite Verlaub, deine Frau Eulogie. zulegen. Das ist meine Eulogie an dich. Ich werde mir noch eine zweite Frau Dein Leben zulegen. war ehrend, dein Tod war lustig, steht auf dem Grabstein. Dein Tod war lustig. Das steht auf meinem Grabstein. Ja, sein Leben war ernst, sein Tod war lustig. So, warte mal, wie geht das? Wie kann ich mir noch eine zweite Frau holen? Wie habe ich denn das mit meinem anderen gemacht? Ich finde wieder überhaupt nichts. Wie mache ich es denn, dass ich noch einen zweiten heiraten kann und nicht Arrange Marriage, weil Arrange Marriage, da schlägt aber nur meine eigenen vor. Oder warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Kann es sein, dass ich gar kein Sunnite bin? Ich bin Parse. Bin ich Ja, du Sunni? bist anders. Du bist von anderer Kultur ist dein Vater zumindest. Ja, aber wie kann das, ach Gott, wie kann ich eine andere Kultur als mein Vater sein? Habe ich auch eine andere Religion? Das ist nur die Kultur. Ich bin Parse. Ich meine, nicht so dreist. Es wäre natürlich sehr interessant, das jetzt herauszufinden. Ah nein, Blödsinn, Nein, Sunnite bin ich. du Ich bist bin so Sunnit. nicht. Das heißt, eigentlich sollte ich mehr als eine Frau heiraten können, oder? Ja, natürlich. Und das sollte ich auch machen, weil Einen Bonus, einen ich einen Prestige-Punkt. Bonus, einen Prestige-Bonus kriege. Ich werde einfach zu meinem Leech gehen, der müsste ja eigentlich jetzt eine Tochter haben, die gerade nicht verheiratet ist, weil die war ja die Mutter, das ist ja quasi meine Stiefmutter. Ha, das ist eine gute Idee. Ich schaue, dass ich meine Stiefmutter heirate. Ich bin so ekelig, dass es mir graust vor mir selbst. Ha! Ja, der tote Husband. Möglicherweise war sie dafür zuständig, dass ich gestorben bin. Interessant, ich kann mich nicht selber wählen. Habe ich vielleicht schon mehr als eine Frau? Nein. Das glaube ich auch nicht. Aber wieso kann ich mich nicht selbst auswählen? Ich würde die Frau selber gerne heiraten. Die ist nämlich gar nicht einmal Ich glaube, es schlecht. dann ist es vielleicht nicht heiraten, sondern Take Concubine? ich glaube, ja. Ah, stimmt, du hast recht. Aber das will er nicht machen. Er will, dass sie meine Erstfrau wird. Kann ich nachvollziehen. Immerhin ist er mein Leech. Das wäre irgendwie blöd. The Sunni faith does not permit the taking of concubines. Was? War mein Vater Schiit? Dann ist es doch nicht Concubines. Ja, es heißt ja Secondary Wife dann.
verstehe ich nicht. Das ist eine interessante Sache. Warum geht das nicht? Einige Dinge funktionieren einfach nicht in diesem Spiel. Bist du sicher? Doch, sie funktionieren, aber sie sind nicht mehr durchsichtig. Bist du sicher, dass du geeignete Kandidatinnen überhaupt hast an dem Hof, den du anwählst? Ne, verstehe mich nicht falsch, nein, nein. Ich hab jetzt eine Frau gefunden, quasi. Ach so, du meinst, dass ich mit mir mit. Aber das Du, Problem ist, ich kann mich nicht selbst auswählen. auch wenn du noch keine Als Frau Arrange. ausgewählt hast. Ja, genau, auch wenn ich noch keine Frau ausgewählt habe. Ja, du hast recht, das ist seltsam, weil ich habe es gerade bei mir ausprobiert und es geht. Bist du Schiit oder Sunnit? Bin Sunnit. Interessant. Und das sollte auch ohne Probleme gehen als Sunnit, dass man Ich glaube nämlich auch, dass mein so Vater drei, Sunnit war. Ja, mein Vater war auch die, Sunnit. wenn du das bei den Features anklickst, ich glaube, Sunni Islam ist eine von den Möglichkeiten. Sunni man can have up to To four four wives, wives. unless they are allowed to have concubines. Was sie in dem Fall nicht erlaubt sind. Wahrscheinlich hatte ich deine Erstfrau so unter der Flucht, die das wurde nicht erlaubt. Ich überlege gerade, was sonst noch dagegen sprechen könnte. Irgendeine Eigenschaft. Tja, weiß ich nicht. Aber ich würde vorschlagen, dass du alle anderen Dinge mal machst und damit zu Ich wartest, habe wenn der schon Spieler wieder alles läuft. andere gemacht, Ja, mehr oder dann gehe ich wieder weniger. auf Play und du wirst das ausprobieren, während der Spiel sich halten wird. Es Ich kann sein, könnte dass einen eine. Weak Claim pressen. Okay, Play. Ja, Play. Ich frage mich gerade auf wen. So, Market Village has been built in Fight Tribe. Ah, das ist aber nett. Ist das da? Oh, ein Market Village Bomb. Market Village ist gut. Das bringt mir Geld. So, ich habe wieder die Erziehung meines ältesten Sohnes übernommen. Karakani Satrapi. Wieso habe ich einen Claim auf dieses Gebiet? Fragen stellst du? Wahrscheinlich über deine Mutter. Das ist meine Ja, erste Frage. stimmt. Mein Vater kann Hat es aber meine nicht Mutter? sein, sonst hätte der auch ein Idol Council Member. Wieso habe ich einen Idol Council Member, frage ich mich gerade. Weil du ihm keinen Auftrag gegeben hast. Ins Zweistromland bringen. Das ist eine interessante Sache. So, ich habe gerade versucht, ein Gebäude in meinem Reichtum zu errichten. Das geht noch nicht, weil ich nicht die erforderliche Technologie habe. Aber es sollte nicht mehr allzu lange dauern, bis es soweit ist. Was, bis du die Technologie hast? Ja. Ich gehe da gerade durch meine kleinen Nachrichten, die kein Mensch jemals liest. Du solltest eher schauen, dass du dich etablierst. Wie soll ich mich etablieren? Ich würde ganz gerne jemanden heiraten, Genau das meine ich. zum Beispiel die Tochter von dem hier. Die ist schon verheiratet, jetzt Mist. Vielleicht, weil ich gerade erst Herrscher geworden bin, wer weiß. Arrange Marriage. Ja, aber ich kann mich nicht verheiraten. Es geht einfach nicht.
So, wir haben das Jahr 869. Dann nehme ich einfach Katharine, Herrlich. was soll's, wenn ich keine zweite Frau krieg. Mein Sohn ist geduldig auch. Dein Wunderbar. Sohn ist geduldig? Das ist ja urarg. Mein Sohn ist erst Ja. drei, der ist noch nicht sehr geduldig. Nein, jetzt ist er schon vier. Hurra! Nein, ich glaube, er wird wieder mal ein großer Herrscher werden. Meinst du? Ja, irgendjemand muss das ja glauben. So, jetzt schaue ich mir mal um. Wo sind da Kriege? Was machen die da eigentlich, die Wahnsinnigen? Wer kämpft da gegen wen? Isfahan gegen irgendwen anderen? Ja, die beiden östlichen Emirate Das des ist Reichs sind die beiden der persischen um Emir Isfahan. von Wasif of Wasifi. Und er kämpft gegen den Emir Abd al-Aziz of al-Dulafi. Oh mein Gott. Übrigens, der Krieg im Norden unseres Reiches ist bereits beendet. Das Da haben die christliche Christen gewonnen, gell? Reich Haik hat gewonnen. Es dürfte eine Region erobert haben, aber ich weiß nicht welche. Was Burakan, die sehe ich aber auf der Karte nirgends. Ah, doch, hier. Ja. Das ist sogar ein Herzogtum. Ist sogar ein Königreich. Nein, Scheik ist ein Königreich, Haik, wie es heißt. Aber das eroberte Reich, was Burakan, liegt im Süden. Ah. Da gibt es ein Herzogtum, was Burakan, und eine Grafschaft, was Ach Burakan. so, ja, stimmt. Was Burakan grenzt übrigens direkt an mein Reich, Ist mein nicht gut. Scheichtum. So, warte mal, irgendwas ist jetzt gerade eine Open Council Position. Malik is no longer steward. Warum eigentlich? Wie kann ich meine Pietät erhöhen? Das ist nämlich sehr mühsam leider und die brauche ich. Warum ist mein Steward weg? Gut, dann wird Vater mein neuer Steward. Der ist eigentlich eh nicht schlecht. Bring mehr Parsen ins Land. Naja, vielleicht hätte ich Build Legend machen sollen. So, warte mal. Aber wir schauen jetzt mal bei den Intrigen nach, weil offensichtlich gibt es da irgendwo einen Plot. Wer versucht mich umzubringen? Sollte ich das nicht sehen bei den Intrigen? Ach, bei mir ist es weiterhin so, dass keine Plots available sind. Echt nicht. Ich glaube, ich hätte schon Plots. Nein, mit ihm habe ich keine Plots. Warum nicht? Wieso habe ich mit seinem Vater Plots gehabt und mit ihm nicht? Das ist eine interessante Sache. Übrigens, dein Charakter ist jetzt, glaube ich, Mohammed, oder? Ich bin in einer Faction, sehe ich gerade. Ja. In der Ich hoffe, Tradition dass du nicht Faction. allzu lange regierst. Wieso? Denn mein Sohn heißt Mihemet. Und das wird dann ein bisschen kompliziert, sollte ich jemals sterben und Mohammed und Mihemet gleichzeitig regieren. Ich glaube, das werden wir überleben. Du schaust dich schon ziemlich krank aus, wenn du mich fragst. Also zumindest bei meinen Bildern. Ich weiß nicht, hast du noch das andere Nein, ich habe Bild? die anderen Bilder. Das heißt, wir sehen die Charaktere unterschiedlich. Ja, okay, also bei mir schaust du ziemlich krank aus, wenn du mich Ja. fragst. Ja. Also ich glaube, ich bin noch relativ gesund. World is a dangerous place and devious plots are everywhere. Rumors have reached you that people are conspiring to kill your son. Echt jetzt? This is worrying. Das ist wirklich worrying. Den brauchst du noch. Ja, den brauche ich wirklich Glaube noch. ich. Naja, ich könnte Ich auch meinen glaube, dass dein Bruder Bruder schon. dahinter stecken könnte. Das könnte sein, ja. Ah, nein!
Er hat sogar eine Tochter, die... Nein! Was denn, bist du auch gerade gestorben? Ich nicht, aber Esan, das war mein Großvezier mit wirklich guter Diplomatie. Er ist verstorben. Und außerdem war er der designierte Regent, sollte ich sterben für meinen Sohn. Oh, ein Mann, dem ich vertraut habe. Oh nein. Tja. Aber er war schon lange krank, sehe ich gerade. Ein Meisterdiplomat in meinem Reich. Oh nein. Ah, jetzt muss ich einen neuen Großvezier finden. Mal schauen. Ich habe einen Halbbruder zum Chief Architect von meinem Reich gemacht. Der ist so ein hässlicher Typ, ja. Mein Bruder. Aber der hat nicht so gewaltige Nasenhaare, gell? Das war dein Vater mit den Nasenhaaren. Ja, definitiv. Und ich habe einen großen Bart. Mein jetziges Ich. Na gut, ich werde wohl einen ein bisschen langsam denkenden, aber auch meist. Naja, eine graue Eminenz ist er. Ich werde den neuen Bürgermeister von Harvey, den Nachfolger des Verstorbenen, werde ich zum Großvezier werden. So. Tu das. Ist schon geschehen. Jetzt gebe ich ihm noch einen Auftrag. Wenn ich Ansprüche fabrizieren soll, weil die Chancen sind zu schlecht. Oh! Ein Ereignis. Lately, I have become afraid that someone might want to hurt me. I'm thinking about hiring two food tasters, and maybe a bodyguard would be a good idea. Food tasters, bodyguards, anything that can save me. 20% chance of Sheikh Bilal Hezebani of Urmidan gains the trade paranoid. Oder I won't let fear rule my life. 45% chance of Sheikh Bilal und so weiter gains the trade trusting. Das will ich nie wieder haben. Gott. Nein, ich möchte riskieren, paranoid zu werden. Schauen wir mal. Und ich bin paranoid geworden. Sehr gut. Was kann paranoid? Sie sind hinter mir her! Sie wollen mich töten! Ja. Intrig plus 2, Diplomacy minus 1. Okay. Das ist es. Aber ja, ich nehme an, dass es auch Ereignisse auslöst oder Krise. Ja, das stimmt. Ja. Also, ich habe jetzt, du solltest paranoid werden wegen deines Bruders. Ich habe ja keinen Bruder, der mein Herrschaft hier ist. Ja, ich drücke wieder auf die Tür. Ja. Also, ich habe jetzt Leibwächter und. Ich verheirate gerade meine ganzen Dings, meine ganzen Courtiers mit irgendwelchen Damen, die ich irgendwo auftreibe. Das ist nicht so schlecht. Das ist eine gute Idee. Neila. Hey, ja, die erste ist unter der Haube. Und zwar mit lauter Mädels, die möglichst selbst heiraten wollen. Ja, dann sind die gleich glücklich vielleicht. Hey, die ist gut. Die hat Learning 17. Die will ich. Mal abmachen. Hey, Sultan muss sagen. Ja, ich drücke auf Pause. Das sollten wir erstmal. Danke. Has usurped the title Sheikhdom of Siwa from Ra'is Afulai of Lavatar. Das ist wieder in Ägypten. Das ist, glaube ich, das Sultan. Ja. Oh, Siwa. Ich sehe schon den Landstrich, den er neu dazu gewonnen hat. Der expandiert ordentlich. Ja, obwohl er. Der macht mich ein bisschen nervös. Er ist auch Sultan, der einzige Sultan in dem Kalifat. Sultan ist, glaube ich, auch Königsstufe. Ja. Irre. Er hat den. Den Reis. Afulai. Heimatlos gemacht. Nein, stimmt. Er ist immer noch. Oh, Lavata, das ist. Das ist schon in Libyen. Das ist in Libyen. Ja, okay. Gut, ist trotzdem meine Peripherie. Ich habe noch ein weiteres Ereignis. Ich habe eine Einladung bekommen
von Sheikh Ibrahim von Mukan. Er hat mich schon einmal eingeladen. Das kann ich mich Wozu? erinnern. Wozu hat er dich eingeladen? Ja, in seine Partei. Das ist, Ah. einen Moment, das ist, glaube ich, die Prosperity Faction. Und in der bin ich, und jetzt will er mit der etwas machen. Ja. Andi, ich habe deine SMS bekommen, danke. Ich habe probiert, den René lauter einzustellen. Das geht leider momentan nicht. Ich hoffe, du findest es halbwegs interessant, oder lernst das Spiel zumindest kennen. Und vielleicht willst du dich auch registrieren. Ich rede einfach nicht wirklich was. Du hast eine Nein, nein, das SMS liegt an meinen bekommen von einem Einstellungen. Menschen? Oder ist das eine Chat-Nachricht? Nein, der Andi ist ein Freund und ich habe ihn eingeladen, uns zuzuhören. Und nachdem er nicht registriert ist, kann er im Chat nicht schreiben, aber er hat mich wissen lassen, dass er es gerade zuschaut. Das ist ja beinahe So, multimedial, was jedenfalls, hier abgeht. Sheikh Ibrahim von Mukan, in dessen Partei ich bin, ruft jetzt alle Mitglieder der Partei dazu auf, sich in Mukan zu versammeln. Und er will, Ja. wie bitte? Ich habe die Möglichkeit, Sheikh Ibrahim anzuklagen als Parteiführer. Warum würde ich das tun? Ah, um Scheich statt des Scheichs zu werden, offensichtlich. Nein, um Parteiführer zu werden. Aber ich habe nicht vor, Parteiführer zu werden. Das heißt, einfach nur mit dem Treffen fortfahren. Das war's schon. Okay, ich am Pause bitte. Warte mal, bleib in der Pause. Ich sehe nämlich gerade, wir haben schon, also ich habe schon 36 Minuten aufgenommen. Ich werde Okay. jetzt das abdrehen. Ich wünsche euch noch eine schöne gute Nacht. Wir sehen uns in 2 Tagen wieder. Also nein, die Leute, die jetzt gerade live dazuschauen, die sehe ich die ganze Zeit. Aber die Leute, die meine YouTube-Videos schauen, sehen mich in 2 Tagen erst wieder, weil ich das nächste erst in 2 Tagen auflege. Okay, bis dann. Oder auch nicht.